Hallo, ihr lieben Menschen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir haben in diesem Jahr einen ganz anderen Advent als sonst und ja, heute ist der 6. Dezember. Den 6. Dezember, das ist Nikolaus, da passt natürlich ein weißer Bart dazu. Aber ja, Scherz beiseite, der Nikolaus, der hat ja damals gelebt in einem Gebiet, das heute zur Türkei gehört. Und der hat gerade an diesem Tag den armen Menschen etwas gegeben. Die nichts haben, die ja, verzweifelt sind. Und ich glaube, dass es für uns auch als Gemeinde, aber auch jeder für sich, dass es für uns wichtig ist, dass wir überlegen, was machen wir an Nikolaus? Schenken wir denen etwas, die sowieso schon ganz viel haben? Denen, die uns besonders wertvoll sind, die es verdient haben? Genauso auch an Weihnachten? Oder schauen wir vielleicht nach Menschen, die etwas brauchen? Wie können wir vielleicht auch unser Umfeld verändern, wenn es nicht darum geht, Menschen zu helfen, wann nicht jetzt, auch in diesen Zeiten. Und selbst in der Bibel steht in Matthäus 25, Vers 40, was ihr einen dieser geringsten meiner Schwestern und Brüdern getan habt, das sagt Jesus, das habt ihr mir getan. Und das ist unser Auftrag. Und vielleicht könnt ihr ja an diesem Tag mal spontan überlegen, wer fällt mir ein, der vielleicht etwas braucht? Wem kann ich eine Freude machen, der vielleicht gar nicht damit rechnet? Und vielleicht könnt ihr einfach zum Hörer greifen oder irgendeine Aktion starten, die in eurem Umfeld die Welt verändert und die vor allem auch dann Menschen aufmerksam macht auf das, was Jesus für sie getan hat. Vor allem aber auch, lasst uns Gutes tun, lasst uns ein Licht sein für unsere Stadt, für unser Umfeld und für die Menschen, für alle Menschen, die Gott wichtig sind. Ich wünsche euch in diesem Sinne einen tollen zweiten Advent und ich hoffe, dass wir uns bald auch wieder live sehen und sprechen können. Bis dann, tschüss!